Was? Haben Sie wirklich? Nein. Jetzt drängen Sie mich nicht rein, ich weiß es nicht. Hier wurde gerade 44 gesagt, 44. Das ist schon mal relativ dicht dran, ja? Sehr nah, relativ dicht. Sehr nah dran. Also für die, die es richtig haben und nachher noch bei Autogrammstunde uns die richtige Antwort sagen, er weiß sie und ich auch gleich. Silvi, kannst du bitte nochmal schnell zählen? Genau. Der kriegt noch eine Kleinigkeit extra. Ja, behaltet es für euch, verratet es nicht weiter. Genau. So, aber ich würde sagen, Jungs, wo seid ihr? Einer da, einer da. Jetzt ist es Zeit, dass wir euch das Album einfach mal kurz zeigen. Auch aufmachen. Wir haben es. Seid ihr mal so lieb und bringt mir eine CD, wenn ich runterkomme, dann macht's so komische Geräusche. Warte, wir machen so lange einen Trommelwirbel, Achtung. So Leute, wirklich, heute ist wirklich der Tag, wo das Album rauskam. Wir haben wirklich 3 Jahre wirklich uns im Keller eingeschlossen oder in Studios eingeschlossen und haben wirklich jeden Song, den ihr auf diesem Album hört, der ist auch wirklich zu 100% von uns geschrieben. Die Musik ist von uns. Also das ist wirklich unser Baby, was ich in den Händen. Außer zwei Titel, ja. Wir haben nämlich, der eine oder andere kennt uns, wir machen immer gerne Cover-Songs. Und wir haben uns wieder 2 richtig tolle rausgesucht. Und zwar haben wir einmal von Peter Orloff. Hände hoch. Peter Orloff kennt ihr alle noch, richtig? Ganz klasse Typ. Kennt ihr noch den Song von Peter Orloff? Ein klasse Girl, ein Rasse Girl ist Monika. Hey. Die heißt Monika. Meine Mama heißt auch Monika. Na wunderbar. So, auf jeden Fall haben wir die Monika mit draufgepackt von Peter, mit Peter Orloff zusammen. Wir waren mit ihm im Studio, klasse Typ. Toller Song geworden und wir haben auch noch richtig schön Ostklassiker mit draufgepackt. Und zwar sind wir, ich und Timo ist ja noch DJ nebenbei und er hat immer gesagt, Leute, wir müssen irgendwann Klingklang nochmal machen von Keimzeit. Und zwar im Kennst du den noch? Wer von euch kennt Klingklang? Ja, genau. Also, und den haben wir nochmal neu aufgenommen und zwar im Zipfelbuben Partygewand. Und der ist klasse geworden, der ist auch mit drauf. So. Nö, komm ich doch jetzt. Eins fällt wirklich bei dem Album auf. Und das wird jeder merken, der sich das Album gleich kauft. Es ist echt nicht leicht, es ist schwer. Ist vom Gewicht. Ist es. Und ich habe mir überlegt, woran liegt es? Das ist nicht die Verpackung. Denn die Verpackung ist wie sonst auch. Das sind die 14 vollgepackten Partytitel, die so schwer sind. Genau. Hast du auch Nein, mal ehrlich, man kann diese CD einem Disco-DJ in die Hand drücken und sagen, spiel die durch. Und die Party ist wirklich geritzt. Es ist ein Fakt, es sind 14 Mega-Hammer. Also sozusagen ein Prädikat durchtanzbar. Ja? Genau, so. Aber ich würde sagen, wir sind ja dann auch hier, wir zeigen es euch, wer Lust hat. Wie gesagt, die Jungs von Medimax und die Damen sind auch zur Stelle. Wer jetzt Lust bekommt aufs Album, einfach hier. Wir schreiben euch rein, was ihr wollt. Wir machen Fotos, wir nehmen uns Zeit für euch. Aber jetzt geht's weiter mit Musik. Genau, und am wichtigsten ist natürlich, das Album macht einfach Spaß. Und das ist eine geniale Überleitung auf den nächsten Song. Denn der nächste Song, den haben wir geschrieben, weil wir immer so viel Spaß auf der Bühne haben. Und deshalb heißt der ganz einfach, Hauptsache Spaß. Genau. Richtig.